Ich werde niemandem irgendwas schenken hier. Und ich bin hier auch nicht, um Freunde zu finden. Ich will nicht sagen, dass irgendwas gut ist, weil ich Schiss habe, dass nachher alles schlecht ist. Primelaufgaben. Ja, ich glaube, ich kann das ganz gut, aber wieder, wenn dann die B-Note, das Aussehen bewertet wird, wie das dann am Ende aussieht, warten wir es ab. Oh komm, das gibt's doch nicht. Ach, der ist zu weit. Ich gehe. Ja, ja, auf jeden Fall wahrscheinlich zeitnah in die Losers Lounge. Wenn ich jetzt sage, Person aus dem öffentlichen Leben, international, weltweit, würde ich schon sagen, dass ich die wichtigsten kenne. So. Olaf Scholz, Britney Spears, ja, das sind Leute, die muss man kennen. Wer wird denn das? Wie heißt der nochmal? Ich weiß, wer das ist, aber ich kenne den Namen nicht. Der ist halt komplett, bei komplett TikTok ist er voll. Ich weiß es, also zu 95%. 5, 4, 3, 2, ich sag's nicht. 1. Ja, natürlich, das ist eigentlich der Söder, meine Güte, ey. Mein Ehrgeiz ist natürlich von einer 1 bis 10, eine klassische 10, ja klar. Wahnsinn. Florian Silbereisen! Wahnsinn! Ja, und vielleicht ein Hinweis an Philipp, nicht Mimi Kraus bewundern und sich für ihn freuen. Du willst das Spiel gewinnen. Ja, ich habe vergessen, dass es hier ein Wettbewerb ist. Ja. Ballsportarten verstehe ich nicht, mir fehlt da irgendeine Synapse. Ja, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Ach, scheiße. Ja, er hat schon den Durchgang gewonnen. Eigentlich habe ich ganz, ganz ruhige Hände, ich habe einen ruhigen Pol. Aber ich glaube, wenn die Aufregung ist dann in der Show, dann ist es noch mal was anderes, weil dann so viele Leute auf dich achten und gucken. Der erste von Mimi Kraus geht daneben, aber von Jaschorow verliert seinen Ball. So, 1-1. So, der verliert den nächsten. Der darf jetzt nur nicht hastig agieren. Der darf nicht überhastet arbeiten. Mimi Kraus mit Nummer 2. Felix lässt wieder einen fallen. Ich habe 4 Kids und muss da natürlich viel mit Feinmotorik arbeiten. Deshalb würde ich sagen, Geschicklichkeit ist auch gar nicht so schlecht. Es ist der 10. Ball. So, Mimi Kraus gewinnt auch 5 Rennen und steht bei 7 Siegen. Wenn man eine Charaktereigenschaft von mir sagen müsste, so habe ich auch Handball gespielt. Ich bin ein richtiger Zocker. 70.000 auf dem Konto. Na, früher im Monat. Ich spiele noch eins. Nein! Nein! Ich glaube, im Zweifelsfall no risk, no fun. Ich würde schon zocken. Wer Bremen besucht und sich für die Stadtgeschichte... Der Roland. ...für die Stadtgeschichte interessiert, sieht sich sehr wahrscheinlich die Bremer Stadtmusikanten an. Eines der Tiere ist ein Hahn, nennt mir eines der anderen... Isen Roland! Und Ich bin ja sogar Bremerin, das ist ja noch schlimmer. Ich glaube, ich bin schon ganz schnell. Ich bin klein und zackig. Es gab auch immer diesen Spruch, lieber klein und zackig als groß und dappig. Lola, die hat eine Kondition wie eine schwangere Auster. Sportlich schätze ich mich, glaube ich, ganz gut ein. Ich bin auch jetzt extra ein bisschen noch mehr ins Fitnesscenter gegangen als sonst. Unterstützt hier mal ein bisschen die beiden, die pfeifen aus dem letzten Loch. Da ist das. 5-6 aus Sicht von Anna-Karina. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich weiß nur, dass mir viel dazu fehlt. Ball wieder im Spiel. Und da ist das 7-5 für Lola Weipert. Lola ist ein Beißer, ist ein Fighter. Und da ist das 8-5. Also ich habe früher viel Basketball gespielt. Ich glaube, dadurch habe ich ein bisschen Gefühl so für Sachen, Einschätzung, Entfernung. Also bin auch ein bisschen künstlerisch veranlagt, also mache da auch relativ viel. Insofern glaube ich, wäre das auch so eine Sparte, die ich ganz gut beherrsche. Ein Bobsportler ist die Möglichkeit in... Was macht der denn jetzt? Also mein Allgemeinwissen, würde ich jetzt sagen, ist ganz okay. Ich glaube, meine Allgemeinbildung, die ist okay. Ich will nicht sagen, dass irgendwas gut ist, weil ich Schiss habe, dass nachher alles schlecht ist. Eine Krähe hackt der anderen. Ich möchte nach Hause gehen, glaube ich gerade. Oh Gott, das ist nicht gut. Kann ich weggehen? Lola sagt, eine Krähe hackt der anderen den Hacken ab. Kennst du es jetzt oder was? Nein, ich weiß gar nicht, wo ich in meinem Richtig Leben war. Richtig ist, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Bei Ballsportarten würde ich mich jetzt auch vorderes Mittelfeld einordnen. Es hängt an diesem Schuss, ob es in Shootout geht oder ob Stein gewinnt. Mann. Stein gewinnt! Die Hauptkraft liegt in den Beinen bei mir. Der Bizeps ist eher schwächer. Schauen, was gefordert ist. Leck mich doch in den Tisch! Was ist denn das für eine Maschine? Matthias Steiner ist ein Biest. Ich kann ganz gut über Grenzen gehen. Und ich beiße. Ich bin Beißer. Los! Wieder Axel
Kratzelstein. Also ich werde niemandem irgendwas schenken hier. Und ich bin hier auch nicht, um Freunde zu finden. Zwei auf einmal und er gewinnt den Durchgang und verkürzt auf 2:3. Und Axel Stein fliegt ins Ziel. Alles okay, Axel? Um Gottes Willen. Was ist mit einer Gehirnerschütterung? Und da kannst ich hab doch gar kein Gehirn. Wenn man natürlich gegen so Matthias Steiner dann antreten muss, dann wird's eng. Aber auch da, das muss er sich verdienen. Ne? Da werd ich alles reinschmeißen. Los. Der Wahnsinn, es ist der Wahnsinn, es ist Matthias Steiner. Matthias Steiner gewinnt, aber was für eine kämpferische Leistung von Axel Stein zum Abschluss der heutigen Ausgabe von Schlag den Besten. Aber er muss sich einem Olympiasieger im Gewichtheben geschlagen geben.